Der neue Trainer des VfR Garching hat 140 Bundesligaspiele vorzuweisen, also enorm viel Erfahrung, die er auch in der Regionalliga umsetzen kann. Die Rede ist von Philipp Bönig. Er spielte auch bei den Bayern und beim MSV Duisburg und ist jetzt heute bei uns. Hallo. Hallo, ich freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Gerne. Sie kamen vom BCR Wolfratshausen hier zum VfR Garching. Was waren so die Beweggründe, dass Sie gesagt haben, ich möchte jetzt ein neues Kapitel einschlagen? Naja, für mich als jungen Trainer war das eine große Möglichkeit, ja, weitere Erfahrungen zu sammeln auf wirklich sehr gutem Niveau, Regionalliga-Niveau. Ist die vierte Liga und ja, allein das war schon ein sehr gewichtiger Grund, warum es mich sehr gefreut hat, dass sich der VfR für mich entschieden hat. Und ja, es macht sehr, sehr viel Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten. Der Vorgänger war Daniel Weber, er war jetzt 12 Jahre hier. Ja. Hat eine Ära hier gehabt, also der hat ja den VfR aufgebaut, der ist ja bis in die Regionalliga von der Bezirksliga, glaube ich, hoch. Ja. Das heißt, es sind jetzt große Fußstapfen, die er da hinterlassen hat, die Sie jetzt treten müssen. Glauben Sie, Sie sind bereit für den Schritt? Ich glaube, das bringt auch nichts, wenn man mich jetzt mit Daniel Weber vergleicht. Daniel Weber ist ein Trainer, der über extrem viel Erfahrung verfügt, der hier wirklich, und du hast es gesagt, er wirklich ja, was Sensationelles aufgebaut hat, zusammen mit den ganzen Verantwortlichen. Ja, den VfR Garching hat zu einer der besten Amateurmannschaften auch in der Umgebung gemacht. Und ja, das ist eine großartige Leistung, mit der ich mich nicht vergleichen kann, definitiv nicht. Ich habe noch relativ wenig Erfahrung als Trainer, ja, als Spieler natürlich schon. Natürlich will ich den Weg, den der VfR eingeschlagen hat, mit Daniel weitergehen, ja, den Verein weiter etablieren in der Regionalliga. Das ist viel Arbeit, macht aber sehr, sehr viel Spaß und ich denke auch, dass wir auf einem guten Weg sind. Wo konnten Sie schon so Ihre, ich sage mal, Fingerabdrücke hinterlassen? Was ist jetzt so Ihr Fingerzeig, Ihr Stempel? Ich bin mit Sicherheit ein anderer Trainertyp wie Daniel. Aber letztendlich ist es so, dass ich meine eigenen Schritte machen muss. Ja? Die muss man sowohl als Spieler machen und die muss ich jetzt auch als Trainer machen. Aber grundsätzlich denke ich, von der Fußballphilosophie sind wir nicht weit auseinander. Beziehungsweise wir sind eine Mannschaft oder der VfR war auch immer eine Mannschaft, die Fußball spielen will, die auch darüber sich kennzeichnen will. Und das will ich auch. Das will ich der Mannschaft auch weiter vermitteln, offensiv Fußball zu spielen. Gerade aktuell ist es so, dass wir defensiv das ein oder andere Problem haben und da muss man natürlich jetzt auch ein Hauptaugenmerk darauf legen, eben defensiv stabiler zu stehen. Das ist extrem wichtig, speziell in dieser Liga, wo viele Fehler sofort ausgenutzt werden. Und da sind wir gerade dabei, dass wir da defensiv stabiler werden und eine gute Struktur drin haben, weil die braucht man dann eben auch, um offensiv gut zu agieren zu können. Heimstetten zum Beispiel war ja für Sie ein erfolgreiches Spiel. Ja. 4-0 geführt, am Ende ist es dann doch fast nur 4-4 ausgegangen. Was denkt so Trainer Bönig dann? Das beste Beispiel, ja, im Moment für unsere Situation. Ja, wir haben wirklich 60 Minuten ein wirklich gutes Spiel gemacht, Auswärtsspiel gemacht. Auch, denke ich, verdient 4-0 geführt und ja, bekommen dann ein Gegentor und dann zeigt sich, dass wir noch nicht so stabil sind. Ja, viele Spieler fangen dann an nachzudenken und dann kommst du in eine negative Situation rein und dann kriegst du das 4-2. 4-3 und dann wird es richtig brenzlig und zum Glück oder ja, zum Schluss muss man sagen, dass muss man froh sein, dass es dann nicht noch das 4-4 gefallen ist, weil Heimstetten dann noch die eine oder andere Standardsituation gehabt hat, auch den einen oder anderen Freistoß am 16er und da sind sie gefährlich und sowas darf natürlich nie so weit kommen, dass wir eine 4-0-Führung aus der Hand geben. Nichtsdestotrotz war für uns sehr, sehr wichtig, das Positive herauszustellen. Das war der Sieg. Ja, wir haben davor auch keine leichte Phase durchgemacht und für das hat die Mannschaft in den ersten 60, 65 Minuten ein richtig gutes Spiel gemacht. Und über allem stehen die wichtigen drei Punkte bei einer Mannschaft, die ja auch im unteren Tabellendrittel ist. Und das war sehr, sehr wichtig. Natürlich haben wir über die Dinge gesprochen, die nach dem 4-1 passiert sind. Die musste man auch klar ansprechen. Aber wichtig war eben die drei Punkte. Ich würde jetzt kurz zum Abschluss mal nach Berlin blicken. Sie wissen, glaube ich, warum, ne? Ja. Ihr Bruder Sebastian ist ja jetzt in die Bundesliga aufgestiegen mit Union Berlin. Was sind Sie so für Typen oder wie ähneln Sie sich auf dem Feld oder als Trainer-Typen? Gute Frage, sehr gute Frage. Naja, Sebastian macht gerade den Fußballlehrer in Köln, ist da quasi gerade ja, sehr, sehr im Stress, in Anführungsstrichen. Ja, er ist jetzt ja, wie gesagt, auch Co-Trainer bei Union Berlin, die ja jetzt den Bundesliga-Aufstieg geschafft haben und muss da eben fast jede Woche drei, vier Tage nach Köln. Das ist natürlich sehr, sehr zeitintensiv. Von den Typen her, ja, gute Frage.
Sebastian ist, glaube ich, schon auch einer, der emotional ist, ja, der auch extrem. Wir sind einfach, ja, und das muss ich vorweg schicken, ja, eine wirkliche Fußballerfamilie mit meinem Vater, mit meinem kleinen Bruder noch. Bei uns spielt sich alles rund um das Thema Fußball ab und von daher, wir haben den Fußball definitiv im Herzen und im Blut und wenn wir uns treffen, unterhalten wir uns natürlich auch sehr, sehr viel darüber. Wir sind eigentlich fast täglich im Kontakt, speziell auch nach den Spielen. Ich verfolge natürlich Union sehr intensiv und den VfL Bochum, aber Union natürlich auch jetzt schon über längere Zeit. Sebastian verfolgt mich, ja, oder schaut auch unsere Spiele an und wir geben uns da immer wieder auf Feedbacks und ja, ich kann vom Sebastian definitiv auch viel lernen. Ja, der hat auch schon im Trainerbereich jetzt viel Erfahrung, ja, war jetzt lange, ist schon lange Co-Trainer in der zweiten und ersten Liga und ja, da spricht man sich schon viel ab. Was passiert, wenn beide den Klassenerhalt schaffen? Ja, dann gibt es definitiv eine schöne Familienfeier in Erding. Ja. Erding. Genau. Oder in Garching. Ja. Oder in Berlin. Oder in allen drei Orten, wer weiß. Nein, das ist auf jeden Fall das Ziel, ja, definitiv. Und ich bin guter Dinge, dass das beide Mannschaften erreichen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.